Isaac Nabawana aus Uganda hatte auch einen Traum. Als Kind sah er seine großen Brüder immer aus dem Kino kommen und erklärte irgendwann, ich will später selbst Kung-Fu-Filme drehen. Was für eine Schnapsidee, sagten die Brüder, vergiss es. In Uganda macht man keine Filme, dazu braucht man Geld. Und Geld gab's natürlich keines im Wakaliga-Slum von Ugandas Hauptstadt Kampala. 20 Jahre später dreht Isaac Actionfilme für 150 bis maximal 200 Dollar pro Film. Isaac nennen sie inzwischen den Tarantino Afrikas. Und der Wakaliga-Slum heißt Wakaliwood. Shafak Larai ist am Set. Hier? Ugandas Hollywood? Hello? Wakaliwood? Es wird Blut fließen. So viel ist sicher. Doch sie sind unerschrocken. Helden im Kampf gegen das Böse. Proben für den Action-Kung-Fu-Schocker Operation Kakongoliro. Und er ist der Kopf des Ganzen. Isaac Nabawana, Studioboss, Regisseur, Drehbuchautor, alles in einer Person. Sein Filmstudio steht mitten im Slum. Immer wieder hält die Polizei die Kampfszenen für echt. Die haben mich neulich schon wieder verhaftet und gesagt, das ist doch nicht alles gespielt. Habt ihr auch wirklich keine echten Waffen? Ich habe denen meine Dreherlaubnis gezeigt. Sie haben mich trotzdem mitgenommen aufs Revier, aber angezeigt haben sie mich noch nie. Verhaftet, abgehakt, weiter geht's. Weil es nur eine Kamera gibt, muss die Szene immer wieder gedreht werden, damit Isaac sie am Ende zusammenschneiden kann. Auch Kostüme und Schminke, alles wird irgendwie improvisiert. Das Filmblut verpackt im Kondom. Woher bekommt ihr denn die Kondome, will ich wissen? Wir haben die aus der Klinik. Und wenn wir die holen, denken die, dass wir die für das benutzen, wofür sie gedacht sind. Und die sagen, toll, dass ihr sicher sein wollt. Geht und macht Werbung dafür. Ja, ja, machen wir. Jeder zeigt hier vollen Einsatz. Obwohl keiner von ihnen damit Geld verdient. Sie machen Film aus Liebe zum Film. Es gibt zwar keine Gage, aber immerhin etwas zu essen. Wer gerade nicht spielen muss, kümmert sich ums Catering. Oder baut an der nächsten Requisite. Um sich ihre Leidenschaft leisten zu können, machen Isaac und seine Kollegen so viel wie möglich selbst. So kosten ihre Filme nie mehr als 200 Dollar und tragen ihre ganz eigene Handschrift. Ich muss kreativ sein. Ich will kein echtes Gewehr nachmachen wie eine AK-47. Ich will mein eigenes Design. Auf einer Filmschule war Isaac noch nie. Sein Lebensunterhalt finanziert er sich mit kommerziellen Hochzeits- und Beerdigungsvideos. Die Actionfilme seien auch ein Aufstand gegen die begrenzten Möglichkeiten, sagt er. Ein Jetzt erst recht. Ich musste lernen, den Computer zu bedienen, aber ich hatte kein Geld für einen ganzen Kurs. Also musste ich alles in einem Monat lernen. Wir müssen immer improvisieren, um diese Lücke zu schließen. Weil wir kein Geld haben, müssen wir umso mehr unseren Kopf nutzen. In seinen Streifen geht es meistens um einen mutigen Kämpfer, allein gegen die Mafia, gegen Gangster, gegen korrupte Politiker. Die Brutalität ist so überzogen, dass sie nichts Reales hat. Es gibt nie einen Zweifel an der Ironie. Es geht darum, die ganze Ungerechtigkeit mal ordentlich in die Luft zu jagen. Der New Yorker Filmproduzent Alan Hofmanis hatte im Internet Ausschnitte aus Isaacs Filmen gesehen.
Daraufhin ließ er alles stehen und liegen, um aus Isaac den Tarantino Afrikas zu machen. Isaac in the films make you feel like a kid. Isaacs Filme geben dir das Gefühl, wieder ein Kind zu sein. Bei seinen Filmen willst du einfach dabei sein. Du willst umgebracht werden. Es ist so, als ob du wieder 12 bist und den Gürtel deines Vaters nimmst und wieder Indiana Jones spielst. Du fühlst Freude. Das sehen auch ihre Fans so. Isaacs Filme werden im Internet millionenfach geklickt und von Fans auf der ganzen Welt nachgespielt. Wie hier aus seinem Film über Ebola. Ghostbusters war gestern. Doch die Fachwelt des Films ist zögerlich. Actionfilme aus Afrika? Kannst du nicht lieber etwas über Armut machen, wird er immer wieder gefragt. Isaac ist hier im Slum aufgewachsen. Die meisten Menschen leben von einem Dollar am Tag. Armut, Krieg und Krankheiten, das kennen sie. Wenn sie nicht ab und zu darüber lachen, würden sie verrückt werden, sagt Isaac. Man sollte uns Afrikanern nicht die Chance verwehren, auch Actionfilme zu machen. Armut gibt es doch auch in Amerika oder in Europa. Wir haben vielleicht kein Geld, aber wir haben was im Kopf. Ich kann einen Film mit $200 machen und die ganze Welt damit unterhalten. Wir sollten nicht abgehängt werden. Wir sollten auch die Chance bekommen, alles zu machen. Wir brauchen diese Gleichberechtigung. We need that equality. Hier in Bakaliga sind Isaacs Filme wahre Blockbuster. Weil die meisten Menschen sich nicht mal eine DVD leisten können, gibt es hin und wieder kostenlose Filmvorführungen. Etwas Ablenkung, etwas Heldentum, mitten aus ihrem Slum. Isaac, er ist einer von ihnen. Und sie sind stolz auf ihn. Er hat mit Wakaliwood einen Hauch von Hollywood in ihr Viertel gebracht, ein kleines Reich für Filme geschaffen. Und sie alle sind davon überzeugt, dass der große Durchbruch nur noch eine Frage der Zeit ist.